Heute machen wir die bisher größte Minigames-Folge. Insgesamt 30 Minigames von Zuschauern muss ich spielen. Wir haben absolut neue Minigames und ich muss es dabei schaffen, öfters zu gewinnen als verlieren. Aktuell heiße ich auf meinem Main-Account noch Pipi-Trinker. Das war die Bestrafung von Lukas. Und wenn ich es schaffe, öfters zu gewinnen, darf ich diesen Namen ändern. Wenn ich aber verliere, dann dürft ihr den neuen Namen bestimmen. Und damit viel Spaß. Also, erstes Minigame ist Blinde Mandy. Ich weiß auch nicht, welchen Teleport ich nehmen muss. Ich glaube den gelben. Das sind gerade alle falsch gewesen. Auch gut. Okay, erstes Minigame. Wir haben keinen Speedgear aktiviert, oder? Speedgear ist verboten. Okay. Oh mein Gott. Okay. Hauptsache, wenn es nicht früher... Oh je. Der schießt direkt in unsere Richtung. Okay. Speziell mal hier in der Ecke. Ja, okay. Ist gut aus. Wir müssen Top 4 irgendwie schaffen. Oh. Oh shit. Das hat da irgendwie so ein Gadget aktiviert. Ich weiß gar nicht, was das Gadget... Willst du mich verarschen? Als ob das der erste los ist. Okay, zweites Minigame. Wir sind wieder Tick und müssen jetzt hier gegen eine Mandy ran. Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Da rein, schätze ich mal, oder? Oh ja, cool. Okay. Jetzt bin ich halt mal gespannt. Ist er schon da? Okay, rein logisch. Ist es besser, sich dorthin zu stellen, oder? Ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste ja eigentlich auch selber rauskommen, oder? Wobei, kann ich vielleicht ein bisschen besser dodgen. Oh, der erste Schuss. Okay. Oh mein Gott. Ah, ich hab den Cube genommen. Bin ich dumm? Ich hätte es nicht machen sollen. Egal. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Ich bin schon wieder raus. Mann. Was ist das denn? 0-2. Okay, Devil. Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Junge. Alter. Ja, super. Guter Devil Run. Danke dir. Okay, wie Dynamite Jump. Hä, wie soll das denn funktionieren? Das ist jetzt wohl ein Witz. Okay, das wird... Vor allem, er schreibt noch einfach dazu. Wo ist denn das einfach? Ich warte einfach, bis sie alle umbringen. Ja, stimmt. Ich warte, bis sie alle gegenseitig umbringen. Und dann gehe ich nach vorne. Muss ich einfach... Oh, okay, nicht treffen. So, zack. Ja. Zack. Oh, ich habe ein Ohr. Ja, komm, wir zählen. Ja, okay, komm, wir wiederholen es einfach. Digga, es schreibt noch dazu einfach. Die Map ist nicht einfach, die Map ist absolut unmöglich. Okay, Devil Run. Ich glaube, der wird auch funktionieren. Okay, passt auf. Ult aufladen. Jetzt nicht sterben am besten. Okay. Wie funktioniert... Nee, oder? Sag nicht, dass er auch wieder nicht geht. Was ist das denn jetzt? Doch, der funktioniert. Da ist einer... Okay, da ist einer durchgekommen irgendwie. Ich glaube, immer hier so straight irgendwie vielleicht, oder? So vielleicht irgendwie. Nee. So nicht. So nicht. Oh, sorry, war knapp. Ah, da muss man irgendwie rein. Ah, okay, pass auf. Hast du gesehen, was er gemacht hat? Nee. Ja, doch! Ich hab's geschafft! Okay, alles gut. So, jetzt hier einfach irgendwie. Zack. Nee, oder? Ah! Egal, okay, alles gut. Müsste ich einfach nicht verkacken. Geradeaus. Oh, er hat mich gestoßen, egal. Ich bin gut dabei. Ich bin richtig gut dabei jetzt, glaube ich. Wie geht's jetzt lang? Oh, Junge, wie soll ich denn da hinkommen? Ich glaube, ich noch kein einziger. Ich glaube, ich bin Top 3 sogar die Runde. Ey. Hört mich nicht. Okay. So, irgendwie. Hey, das ist unmöglich, oder? Ich glaube, wir hätten erst die Knochen entfernen müssen. Dann könnte es gehen. Ja, jetzt geht's, weil ich ihm geholfen habe. Ja. Ich bin dabei. Nein. Zurück, sehr gut. Oh mein Gott, okay, pass auf. Komm. Oh, das war so schlecht. Egal, okay. Wir sind Top 4 sogar. Ich bin auch immer umgebracht. Ne, achso, den ist nicht wegen mir gestorben. Der ist wegen anderen gestorben, okay. Okay, komm. Guter Winkel. So? So vielleicht. Meine einzige Chance. Yo! Okay, ich bin dabei. Mann, der Kack Poison kommt jetzt halt, ne? Es sind drei noch vor uns. Wir sind Top 4 geworden. Auf jeden Fall ein Win. Ich will es schaffen, komm. Boah, wie soll ich jetzt da durchkommen, ey? Das ist ja absolut unmöglich, oder? Ich denke, ich muss irgendwie... Ich darf nicht so lange warten auch. Eine letzte Chance gefühlt schon. Okay, das war ein scheiß Versuch. Ich habe mir noch eine Chance. Mal schauen. Schneller. Shit. Ach, egal. Ey, erster Win. Sehr schön. Mit dem Devil Run. Okay, so, los geht's. Also, die lädt sich die Ult auf und wir müssen dodgen. Am besten immer so hinter den... Oh, wir dürfen nicht aufs Jumpbed. Oh Gott. Da dürfen wir nämlich gerade nicht drauf. Darum geht's ja gerade. Ich mach so ein paar Teleporter. Oh yeah, okay. Hä, mach dir... Okay, jetzt beginnt er. Okay. Ich hab Schiss. Oh. Willst du mich verarschen? Egal.
Ja, das ist doch auch irgendwo Absicht, dass sie als erstes auf mich gehen, oder? Ja, wobei, ich war halt auch alleine da gestanden. Das war schon etwas lost. Digga, 1 zu 3, was ist das denn? Auf geht's. Skin Contest. Ganz kurz hier schauen. Dr. Edgar. Hunter Max. Atif finde ich persönlich nicht so cool. Penny. Dann haben wir Roger Edgar. Stu finde ich auch nicht so cool. Edgar finde ich auch nicht so cool. Und okay, Knochendings Crow ist auch cool. Okay, wir schauen mal hier zu, was er macht. Achso, ich muss noch meinen Pin, meinen Spray zeigen. Genau, stimmt. Oh, er hat diesen Edgar-Skin. Der ist auch nur selten. Der ist echt... Den habe ich auch nicht gepusht. Den finde ich jetzt wirklich auch nicht so nice. Das stimmt. Okay. Was ist mein Spray? Hier, mein Spray finde ich auch cool. Pass mal auf. Zack. Das ist ein cooles Spray. Ja, Penny hätte ich auch rausgehauen. Okay, Penny ist nächstes. Wir sind schon mal Top 7. Noch 3 Leute. Dann sind wir Top 4. Oder? Ja. Komm. Nein, nicht ich, oder? Ich wollte gerade sagen. Also, ich persönlich mit meinem... Gut, klar, ich habe halt mir nichts Besseres... Der ist schon cool, mit dem Pen. Ich würde den AT als nächstes raushauen, persönlich. Ja, würde ich auch so sehen. Okay, ich bräuchte noch einen Platz. Also, ich würde mich weiterlassen, persönlich. Aber ich wüsste auch nicht, wen ich raushauen soll. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ein Spray ist cool. Das habe ich mir gerade extra gekauft. Lol, er hat Panther Max drauf. Okay, kann man sich drüber streiten. Ist knapp. Komm, jetzt ein Win hier im Skin-Contest. Ich meine, ich habe alle Skins, ich habe mich für den entschieden, weil der dachte ich, dass er raussticht. Okay. Da kommen 2 Edgars, einer muss raus. Ganz klare Sache. Ich hätte... Ich würde sagen, Orochi Edgar finde ich einen Ticken schlechter. Ich mag den Edgar mehr. Lol, okay, er nimmt Orochi Edgar. Okay, der springt weg, egal. Jetzt. Es ist der erste Platz 1 heute. Den Win haben wir sicher. Ja! Man weiß halt nicht, wie parteiisch er war, aber ich persönlich habe ja auch die Skins am coolsten gefunden. Also ich kann sie nachvollziehen. Sehr, sehr nice. Let's go. Das 6. Minigame. Jeder hat jetzt hier Bass gewählt. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nur nicht sterben oder so, ne? Ich lasse mich mal den anderen Bass ein bisschen nach vorne, genau. Das ist eigentlich smart. Ja, ja, sehr gut. Hä, die anderen sind ja voll langsam. Hä, was machen die da? Teleport. Stachel. Hä, ich bin Erster. Die sind voll langsam gerade. Die sind viel zu... Oh, hier ist jetzt ein schwieriger Part hier. Sehr gut, das ist sehr gut. Jump Pad, sehr gut. Oh, shit. Hä? Achso, ich muss jetzt hier raus, oder was? Stopp mal. Hä? Als ob ich jetzt verloren habe, deswegen. Hä? Hä, ist halt doof. Nur weil ich jetzt ein Stück zu weit geflogen bin, bin ich jetzt raus, oder was? Digga, Alter, das ist ja jetzt ein Witz. Aber schon echt ein bisschen unfair, muss man ehrlicherweise sagen. Ah, lol, das ist das Piper-Minigame, aber mit Leons. Oh mein Gott, das finde ich übel cool. Okay, oder? Nee, ich check's gerade nicht so ganz. Das sind irgendwie... Hä? Hä, wie geht das Minigame jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert jetzt? Hä? Bin ich der Einzige, der gerade gar nichts versteht, was es gerade soll? Oder muss man sich unsichtbar machen und dann die Büsche wechseln? Ah! Jetzt check ich's. Ah! Man muss sich unsicher machen und dann die Büsche switchen. Okay, das ist ganz cool. Okay, lass die Runde nochmal wiederholen. Ich fand das Minigame ganz cool, aber ich habe gebraucht, um es zu checken. Ich glaube, das haben alle ein bisschen gebraucht. Also man kann die Ult aufladen, dann kann man die Büsche so switchen, indem man unsichtbar ist. Das ist ganz cool. Okay, also, wir können es jetzt unsichtbar machen. Das ist aber echt eine coole Idee, das Minigame. So, okay. Das ist cool. Leute, aber ihr könnt euch jetzt nicht außerhalb von einem Busch hinstellen. Das ist auch wieder lost. Okay, ich würde sagen, wir legen mal los und hauen jetzt ab. Ja, er trifft mich auch auf dem Weg dahin. Okay, ich bleibe jetzt hier im Busch drin. Ich bleibe erstmal hier im Busch drin. Die Schatten sind halt auch sehr random. Okay, da ist er. Der bleibt jetzt hier, das ist gut. Dann laden wir jetzt hier die Ult an ihm auf. Okay, let's go. Das ist so ein... Ey! So ein scheiß Mini... Nee, Spaß. Okay, ja, es war ganz originell, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Aber es war witzig. Es war witzig. Okay, jetzt direkt das nächste Minigame. Oh je, ich hab richtig Schiss. Ich hab mich rausgeworfen, ja. Volltreffer direkt. Einfach hingelaufen und das Gadget gespammt. Okay, wir bleiben erstmal ein bisschen defensiv. Hey, Digga, warum ist dieser Ioni-Typ schon wieder dabei? Oh, Glück gehabt. Ach, nee. Der hat auch vorhin getrollt. Egal. Shit, ich bin aus Jumphead. Nein. Och, Digga, das ist so dumm gewesen. Das hätte nicht passieren dürfen. Hey, wie ist das denn passiert? Okay, also Hide and Seek heißt, wir müssen uns jetzt hier verstecken. Das heißt, ja, der Mortis kommt jetzt. Und wir müssen hoffen, dass wir überleben. Warum ist da ein Crow schon wieder? Ich check's halt nicht. Ah, okay, der andere Mortis ist raus. Schon mal sehr gut. Okay, das heißt, um zu gewinnen, müssen wir jetzt einfach Top 4 kommen, würde ich mal sagen. Dann ist fair. Top 4, okay, komm. Müssen wir uns echt konzentrieren. 4 müssen noch raus jetzt. Wir wollen nicht schießen. Oh je. Lass mal vielleicht...
Boah, ich weiß halt nicht. Er kann halt überall sein, ne? Er dasht jetzt hier auch gar nicht, um sich nicht zu zeigen. Oh, wer ist das? Oh, ein Tick. Okay, sehr gut. Ich dachte schon. Okay, einer ist raus. Einer ist raus. War ein Crow. Aber Crow ist kein großer Vorteil, auch bei eh ein bisschen Lost, weil Crow ist auch schneller als Tick. War egal. Da ist er, weg, 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 weg. Ich denke, da oben wird einer wahrscheinlich, ja, ich wusste es, der Leon wird down, oh je. Das ist schon echt ein bisschen unheimlich, wenn er da so rumdasht, ne? Wir gehen mal einfach in die ganz andere, ach, Digga, greift er da an? Aber ich will da eigentlich hinlaufen. Angreifen ist eigentlich verboten, logischerweise, weil ihr auch andere aufdecken könnt damit und vor allem auch euch selber sichtbar macht. Oh, da kommt das Shit, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Hab ich gesehen? Nein, er hat mich gesehen. Shit. Oh, ja, okay, schade. Oh, ist so knapp. 2 zu 7, Alter, was ist denn das? Wir müssen zu 2 als Sprout vorankommen. Ich habe sowas noch nie. Das klingt cool. Das klingt ohne Witz, das klingt echt cool. Ach, was? Oh, das ist cool. Hä, das ist übel cool. Okay, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf uns drauf, oder wie? Oh, das ist cool. Hä, das ist richtig, habe ich noch nie gesehen. Übel geiles Spiel. Okay, wieder aufladen. Jetzt nicht killen. Sehr gut, komm ran, komm ran, komm ran. Und, mach du, mach du, mach du. Nee. Ich? Oh, shit. Oh, aber man muss doppelt machen. Junge, das ist ja übel anspruchsvoll. Wie gut. Ich habe das Gadget eigentlich, by the way. Stimmt. Darf ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach gemacht. Okay, okay. Zack. Boah, das ist so gut. Ich höre, das ist übel schwer. Mein Mate ist halt übel der Pro da drin. Das ist der Map-Ersteller, fairerweise. Hä, wir rasieren jetzt natürlich die ganze Lobby weg. Okay. Okay, okay. Junge, der ist so gut da drin. Das macht übel Bock. Wieder Gadget einfach. Oh, er hat verkackt. Er hat verkackt. Oder geht das jetzt? Hätte ich was machen müssen? Zack. Komm, schnell, schnell, schnell. Ach so, das war schon das Ziel. Hey, Junge, er ist ja so gut. Er wäre weiß, ist auch der Webersteller. Ich glaube, ohne Witz, kein anderes Team wird das hinbekommen außer uns. Muss natürlich auch ein Team abziehen, weil ja Tick und Shelly dabei. Das ist ja übel witzig. Also der hässlichste Skin gewinnt. Ey, den Boxer finde ich gar nicht mal so. Habe ich auch gepusht. Der ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay, er entscheidet, er entscheidet. Achso, okay. Junge, es sind nur pinke Pipers in der Lobby. Haha, Junge. Okay, dann haben wir noch so einen hässlichen Pin. Den da, würde ich sagen. Den würde ich sagen auf jeden Fall. Ey, aber... boah, wenn er jetzt halt sagt, dass die pinken Pipers schöner sind, dann habe ich ein Problem. Er hässlicher sind. Der hässlichste gewinnt. Ich habe noch diesen Reifen. Ich finde den Reifen ultra hässlich. Persönlich. Okay, was sagt ihr? Ich würde auch sagen, Marienkäfer B ist doch ziemlich nice, hä? Auch sagen. Okay, 8-Bit als nächstes, okay. Jetzt ist die Frage. Er kann halt an den Pins auch entscheiden, wer rausfliegt. Ich habe den Reifen genommen und den da. Das ist eigentlich jetzt unmöglich. Wie will er jetzt entscheiden, wer rausfliegt? Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er den Pin schlechter gefunden. Oder er haut einfach alle raus. Ha, ich habe gewonnen. Aber ich persönlich würde auch sagen, pinke Piper ist gar nicht mal so schlecht. Ist halt eine andere Farbe für Piper. Ich finde, Vadita Shelly ist schon der hässlichste, auf Ernstes. Übel geil, übel geil. Okay, Dynamike 5 gegen 5, übel geil. Habe ich richtig Bock drauf. Am besten nicht zu offensiv gehen. Ich hab ihn. Nein, was? Ich hab ihn doch nicht. Hä, ich dachte, ich hätte ihn. Junge, es sind noch Meteoriten. Meteoriten, perfekt. Meteoriten dabei. Das Ding ist, selbst wenn ich sterbe, wir haben Energies. Oh, das ist so gut. Das ist übel cool. Selbst wenn ich sterbe, nee, ist ein Hotdog auch so. Oh lol, es ist Hotdog-Modus, also man kann nicht healen. Oh, das ist auch gut so. Oh, ich hab den ersten Kill. Ich hab den ersten Kill rausgeholt. Und der muss dahin laufen, das ist so smart. Oh mein Gott, okay, das ist gut. Unser Team dominiert jetzt. Das ist so wichtig. Das ist gerade so wichtig, schaut sich an. Vielleicht das dann? Oh shit. Oh, okay, der haut richtig sein. Okay. Nein, nein, mein Team fliegt gerade raus. Das gibt's jetzt nicht. Das ist ein Witz jetzt, ne? Das ist echt ein Witz. Oh mein Gott. Wir führen, nee, 2-2. Oh mein Gott, diese Meteoriten gehen allerdings gerade nur auf uns, hä? Kein Wunder, dass wir gerade verlieren. Och, Mann. Ach, Digga. Ja, komm, ist ja auch lächerlich jetzt. Das ging nicht auf die. Ich glaube, jetzt werden die gefokust, auch weil die... Dein Energy? Wieso ist der so groß? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, komm. Ich muss mein Team jetzt carryen. Ah, Leute. Ja! Ich muss warten, dass jetzt ein Meteor kommt und dann ulte ich. Junge, der Meteor geht gar nicht. Am fairsten ist eigentlich, dass kein Meteorit kommt. Jetzt Glück haben. Oh, ich habe alle rausgehauen. Ich habe mein Team gecarried. In Unterzahl sogar. Verdienter Sieg, seid ehrlich. 5 zu 7.
Okay, das ist cool. Wir haben blinde Piper, aber in Duo einfach. Und wir haben eine Max, die uns aufdecken darf, einfach. Der Piper hilft. Das ist übel krass. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt laufen wird. Okay, wir gehen mal jetzt hier rein. Ja, das ist ja übel cool. Okay, also seht ihr es hier? Das ist mein Teammate. Und die Max darf die Leute jetzt hier aufdecken. Oh mein Gott. Ey, nicht schießen. Nicht schießen. Das ist so. Leute, los. Okay, er ist raus. Sehr gut. Ich lauf weg. Ich lauf weg. Ich bin... Direkt hier auf unser Team geschossen. Oh mein Gott. Max deckt hier hinten meinen Teammate gerade auf. Das ist gar nicht gut. Ich laufe jetzt hier mal ein bisschen. Ich bleib mal in der Ecke jetzt hier. Oh mein Gott. Okay, wir sind beide noch im Rennen. Ach, Duo ist ja auch dann schwieriger, weil der eine ja respawnen kann. Oh mein Gott. Es ist noch kein Team raus bisher. Stimmt. Um rauszufliegen, müssen jetzt beide sterben. Ey, das ist übel cool. Ey, ohne Witz, ist das beste Minigame des Tages für mich schon jetzt. Das ist übel nice. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, triff mich nicht. Triff mich trotzdem nicht. Oh, schade. Oh shit, das ist mein Mate. Ist immer noch kein Team raus, by the way, ne? Außer mein Mate stirbt jetzt. 5 Sekunden bin ich zurück. Ja, das Game ist ein bisschen zu schwer, glaube ich. Oh mein Gott. Ist immer noch keiner raus. Jetzt müssen halt beide vom Team rausfliegen. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Wir halten zusammen. Digga, was greift der denn da an? Der deckt uns noch auf. Ich geh mal ein bisschen mehr in die Mitte einfach. Oh mein Gott, ist immer noch kein Team raus. Komm. Ich würde sagen, wenn wir bis zum Ende überleben, haben wir auch automatisch gewonnen einfach. Das erste Team ist raus. Okay. Das erste Team ist raus. Damit sind natürlich auch weniger Ziele übrig. Oh mein Gott. Ich wollte mir den Cube nicht nehmen. Shit. Nein. Nicht mich aufdecken. Das ist asozial. Nein. Oh. Okay, okay, okay. Jetzt darf mein Mate nicht sterben, bitte. Sonst haben wir doch noch verloren. Von 4 Teams sind wir aktuell Top 3 schon mal. Ich darf jetzt halt nur nicht sterben. Oh shit. Bitte, 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 bitte. Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Eine. Ich bin zurück. Digga, der geht nur auf mich. Was hast du denn jetzt? Ich hab so gut gedodged. Ich hab so gut gedodged. Was ein geiles Game. Let's go. Wir haben gewonnen, würde ich sagen. Wir haben es geschafft, wir haben bis zum Ende überlebt. 6-7 jetzt, oha. Das ist aber übel spannend jetzt, wie es ausgeht. Ey, wir haben Eve jetzt. Okay, wir müssen jetzt gewinnen. Es steht 6-7. Erstmal die Kisten holen. Und dann einfach aufs Wasser und ausweichen. Also, wie blinde Piper, halt nur im Wasser mit Eve. Kann man da unten nicht getroffen werden? Das ist ein bisschen lauter zu campen, mache ich jetzt nicht. Da ist noch keiner raus. Jeff. Die macht aber irgendwie gerade gar nichts. Jetzt. Ach, die sind ja gar nicht mehr One-Shot jetzt, die Leute. Teilweise. Lol. Doch, jetzt, der ist gestorben. Okay, 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 okay. Der ist raus. Ja, komm, der hat 4 Cubes. Ist ja wohl ein Witz. Ich wollte gerade sagen. Er ist ja wohl geschummelt hier. Wir gehen mal ein bisschen die Offensive. Das Ding ist, von hier aus kann ich mich gar nicht so leicht treffen. Fällt mir gerade auf. Hey, da hinten. Ah! Shit. Ich würde gerade sagen, da hinten ist noch Platz. Die Map war schon echt ein bisschen random. Ja, das stimmt. 6-8. Wir haben Bowl. Einer ist Tick. Der Tick ist eigentlich nicht geplant, egal. Einer ist Mortis tatsächlich. Die ganzen Cubes. Und wir verpissen uns direkt mal. Okay. Ja, da sind es schon mal einige. Das Ding ist halt bei Bowl, das ist halt ganz cool. Ihr seht es auch schon, ne? Wir haben halt die Star Power. Also wir können halt schon ein bisschen in die Büsche reinschauen. Aber so richtig wird uns das nicht retten. Hey, die laufen alle mit mir mit. Junge. Das ist noch ein Bow, okay. Ja, ihr seht schon, wenn das ein Mord ist, ist man eh verkackt. Aber es ist schon krass, wie breit diese Star Power eigentlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Also, wieso killt er uns nicht? Hä? Was macht er denn da? Hä? Habe ich das Spiel nicht verstanden oder ist er lost jetzt? Keine Ahnung. Er hat sich irgendwie Zeit gelassen, scheinbar. Wir leben auf jeden Fall, okay. Keine Ahnung. Alter, wenn es ein Mord ist, sind wir direkt raus. Oh shit, er hat uns nicht gesehen. Und da sehen wir eben, was ich meine. Oh mein Gott, hä? Als ob er hat mich niemals sehen können. Shit. Naja, 6-9. Du kannst ihn wegen der Star Power sehen und er dich nicht. Ach so, lol, hat er mich gar nicht gesehen vielleicht. Lol, stimmt. Gar nicht dran gedacht. Oh mein Gott. Naja, verkackt er mir trotzdem. Eigentlich würde der Punktestand anders sein, weil im Tick Mortis Hide and Seek wurdest du Fünfter. Echt? Okay, also scheinbar war ich im Tick Mortis Hide and Seek. Lol, okay, dann steht's 8-7. Das ist halt doch noch, okay, das ist auch besser für die Spannung. Da war ich Fünfter, das heißt, ich war Top 4 von 9 Leuten. Also ich war definitiv in der vorderen Hälfte dann. Okay, krass, danke. Wir haben einfach Eve genommen, hä? Aber es ist noch welche auf die Idee gekommen, lol. Das komplette Minigame ist nämlich damit am Arsch. Wir gehen einfach raus. Raus. Junge, ist das geil.
Ist das nice, Alter. Übel smart, seid ehrlich, einfach outpicked. Zack, Top 3. Noch ein Team muss rausfliegen. Müssen die noch raushauen. Top 2. Die haben sich so übel die Gedanken gemacht und wir nehmen einfach Eve. Die Map müsste halt anders sein. Die Map müsste wirklich anders sein, dann wäre es auf jeden Fall besser. Wir müssen aufpassen. Da wären viele Cubes, aber ich weiß nicht, ob es so... es wäre halt cool, aber ich... Ja. Komm. Ja, sehr gut. Guter Mate, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn einer das macht, ist eh smart. Kann mich halt eigentlich eh gut wehren jetzt. Jawoll. Nice. Hab ich ja gekillt. So, zack, einfach jetzt rein und den killen. Ah, nicht ganz geklappt, wie es mir vorgestellt hatte. Knapp. Ah, das schaffen wir schon. Junge, das war so smart. Einfach Platz 1. Okay, relativ simpel. Also hier bei dem Minigame müsst ihr die Kisten aufdecken. Und der Mr. P kriegt die ganzen Cubes. Und dann müssen wir vor seinem Pinguin wegrennen. Die Frage ist nur, wie will er die Ult jetzt aufladen? Stimmt. Oder kann er die jetzt so spawnen? Oder wie macht er das denn jetzt am besten? Ah, okay, lol, es geht los. Okay, ich will mal schauen, wie es aussieht. 8000 Leben, Junge. Okay, das ist wild. Ja, er ist eigentlich Leon, also eigentlich muss er rausfliegen, fairerweise. Oh mein Gott. Hey, der schießt den noch an. Das ist ja übel lost. Digga, der Leon ist ja gar nicht. Okay, das ist ein zweiter Pinguin. Die sind so gefährlich, oh mein Gott. Ist der Leon raus? Ich glaube ja. Ich will Schaden machen. Oh, der dritte Pinguin. Das ist so ein witziges Minigame schon wieder. Fühle ich übel. Schaut sich an, wie die ganzen Ticks gejagt werden von drei Pinguinen. Gibt's noch einen vierten? Man könnte noch die Station hinstellen, theoretisch eigentlich, ne? Oh shit. Stopp mal. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich gehe jetzt am besten hier lang. Oh shit, der stirbt schon fast. Oh je. Oh shit. Diese Pinguine sind so gefährlich, ne? Schaut's hier an. Er hat Schild dir genommen, ey. Naja. So, ich weiche aus. Oh shit, ey. Ist knapp. Wenn wir bis zum Ende überleben, gewinnen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Automatisch. Oh shit, der hat sich umgedreht. Gar nicht gecheckt. Oh, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Oh shit, er hat ey, das war jetzt aber unfair. Der kam total plötzlich, der Pinguin. Oh shit, oh shit. Okay, jetzt noch einer mit 11.000 Leben. Das ist immer stärker aus der Station. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, einfach die andere Seite. Jetzt oh Gott, okay. Ey, oh mein Gott. Ja! Top 4. Top 3 sogar. Stimmt, einer war noch Mr. P. Top 3. Nice. Übel gut. Übel gut. 9 zu 8. Wir sind tatsächlich jetzt vorne einfach. Hä? Okay, auf geht's. Wir haben das Jesse-Game. Das heißt, wir haben eine krasse Jesse jetzt gleich in der Mitte. Da seht ihr es schon. Und wir sind Tick. Das ist die Frage, welches Jump-Pad müssen wir denn nehmen? Sind wir jetzt hier richtig oder sind wir falsch? Okay, nee, alles gut. Ihr stellt ihr Turret sowieso in die Mitte. Okay. Das ist die Frage. Oh je, hier sind auch so ein paar Teleporter dabei. Okay. Da ist die Jessie, oh Gott, oh je. Okay, ganz ruhig. Ich habe das Game meistens gewonnen, oder? Ja, ich habe es meistens gewonnen, glaube ich. Auch gerade ist keiner raus. Wir müssen Top 4 einfach kommen. Also wenn noch 5 Brawler übrig sind, haben wir gewonnen. Oh Junge, dieses Gadget, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist gar nicht angenehm, oh mein Gott. Wenn du einmal in den Fokus bist, bist du raus. Shit! Klar. Das war so klar, dass wir rausfliegen. Das war so klar. 9-9. Tick Showdown jetzt. Wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen jetzt dringend gewinnen. Oh je. Weiß halt nicht genau. Am besten versuchen wir einfach die anderen Ticks so ein bisschen wegzuhalten, ne? Und sich halt nicht selber treffen zu lassen. Oh shit. Es ist halt fast so möglich, halt Tick zu dort. Ey, da gibt's einen Teleport. Oh shit. Das werden halt von zwei Seiten wahrscheinlich angegriffen. Das ist nicht so gut. Das ist natürlich unlucky. Team verboten natürlich, ey. Okay. Versucht jetzt hier so ein bisschen wegzudrängen von mir. Das ist, okay, das ist sehr, sehr, sehr gut. Die haben auch irgendwie Schiss von mir, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Brauche ich halt vor allem, wenn ich meinen Kopf habe, ist sehr, sehr gut. Wenn ich meinen Kopf gefarmt habe, ist krass. Als hier. Oh, shit. Nee, das ist jetzt gar nicht gut. Da bin ich voll rein. No. Oh, mein Gott. Digga, wenn ein 2 angreift, dann ist es immer so dumm. Mann. Let's go. Oh, wir sind noch unsichtbar. Okay, wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen jetzt gewinnen, Leute. Auf geht's. Oh shit. Da ist ein. Oh, das ist ein Fang. Ist es lost? Ich kann ihn übel. Ja, nice. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja gut gegen Fang. Okay, ist gut. Da, oh, ich bin so gut als. Oh mein Gott. Ding ist halt, alle haben ihre Brawler ja zufällig auswählen sollen, ne? Nice. Cube genommen. Okay, ich habe jetzt die Ult noch aufgehoben, weil wir gegen sehr, sehr viele andere Dings spielen. Gegen viele. Oh, das ist. Oh ja, das ist der Fang. Gegen viele andere Tanks spielen. Das wäre ja dumm, das nicht zu machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hätten noch gestunt.
Was? Was? Oh mein Gott, hat er mich irgendwie getroffen? Nice, nice. Nee, doch nicht nice. Was? Das war ein bisschen Lost Platz 3. Egal, es ist der Win. Es ist der Win. 10 zu 10 einfach. Hä? Was? Insgesamt haben von den 30 Minigames ungefähr 20 Runden funktioniert. Wir hatten einige falsche Minigames auch dabei oder auch Runden, die nicht funktioniert haben. Und ich würde sagen, da es jetzt 10 zu 10 steht, dürft ihr meinen neuen Namen bestimmen. Also schreibt gerne eure Vorschläge in die Kommentare und ja, die meistgevoteten kommen dann in die Auswahl. Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Kommentiert gerne euren Favoriten, wie ich mich nennen soll. Im Abschnitt seht ihr das Glücksrad-Battle im Duell gegen Lukas. Hat ein Glücksrad alles im Video bestimmt. Und zum anderen habe ich die krassesten Skins im Spiel gekauft, und zwar Goldmecker, Crow und Bow. Haut rein, bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Ciao.